Unterdose an sie. Ja, als wenn sie nicht wüsste, dass der hier wohne tut. Ja, hat sie gesagt. Also, jetzt pass mal auf, das ist dumm gelaufen. Der ist halt morgen schon ganz früh aus dem Haus, weil der schon um 8 Uhr bei die Doktorin hin sollte sind zu der Untersuchung. Ja, weißt du, so ein Jahrescheck, ob er noch ganz fix ist und so und noch ganz gesund und so. Und dann ist der ganz früh aufgestanden und ganz früh weggefahren, damit er pünktlich ist bei die Doktorin. Und mein Fräulinchen und ich, wir haben noch ein bisschen geschlafen, ja, weil so früh wollten wir nicht aufstehen. Und dann ist der plötzlich um 10.08 Uhr, schwuppdiwupp, steht er wieder vor der Haustür. Sagt mein Fräulinchen, ja, so schnell kann kein Doktor sich untersuchen. Nee, Sarah, der Termin ist ja erst